Ja, jetzt die Frage, die immer vielen durch den Kopf geistert: Was mache ich eigentlich, wenn die Studenten nicht vorbereitet sind, ne, im Flipped Classroom? Also was mache ich, wenn ich dann in den Hörsaal komme und ich sehe mich konfrontiert mit 80% unvorbereiteten Studenten? So, das ist vielleicht auch ein gewisser Verdienst der Methode Flipped Classroom gegenüber alten, in Anführungszeichen, Umsetzungen dieser Methode. Die Methode ist ja nicht neu. Die gibt es ja schon ewig. Ja? Also in Sprach- und Geisteswissenschaften hat man immer schon das Verfahren gemacht: Lesen Sie bitte den Text von Kant und dann kommen Sie nächste Woche und dann sprechen wir darüber. Mit der Erfahrung, dass Studenten den Text nicht lesen. So, das ist so eine ganz übliche Erfahrung. Da muss man überlegen, okay, da muss man ansetzen und das methodisch so geschickt machen, dass es gar keine Alternative gibt, beziehungsweise dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Vorbereitung stattfindet. Und es werden oft viele Fehler gemacht. Ich habe neulich mal mit einem Dozenten gesprochen, der gesagt hat, er macht das schon immer mit dem Text, mit der Vorbereitung und das klappt nicht. Studenten bereiten sich nicht vor. Und sage ich, okay, was machst du denn in der Präsenzveranstaltung? Ja, da kommt erstmal ein Student, der muss den Text zusammenfassen. Okay, gut. Schon Fehler. Ja? Also, wenn ein Student womöglich noch in der Woche vorher ausgemacht wird, der den Text nächste Woche zusammenfassen soll, dann bereitet sich natürlich keiner vor. Das ist ja klar. Das liegt aber nicht an den Studenten, an den Bösen, die sich nicht vorbereitet. Das liegt einfach an einer naiven, doofen, methodischen Durchführung dieses Konzepts. So. Und mit dem Konzept Flipped Classroom geht auch die Frage einher: Wie mache ich das eigentlich geschickt methodisch in der Präsenzveranstaltung? Okay, ich erzähle mal ein bisschen, was ich mache und was bei mir ganz gut funktioniert hat. Ich bin gleich von Anfang an auf Selbstverantwortung gegangen. Also die ersten 10 Minuten in meiner Vorlesung im Semester, also dort, wo normalerweise erzählt wird, organisatorisch, welches Buch braucht man und so, sage ich den Studenten Folgendes: Herzlich willkommen in meiner Einführung zur Mathematik, Vorlesung, die keine Vorlesung ist, ja, sondern die Vorlesung steht komplett als Video bereit, ne, und die werden also entweder. Früher habe ich es komplett am Anfang online gestellt, jetzt wird es Woche für Woche freigeschaltet. Das heißt, die Materialien kriegen Sie alle online, alle Videos sind online, alle Aufgaben sind online, Lösungsideen, Lösungshinweise, alles online. Das heißt, Sie brauchen eigentlich gar nicht wiederkommen. Sie können sich mit den Materialien, Videos, Aufgaben und Lösungshinweisen selbstständig auf die Klausur am Ende vom Semester vorbereiten. So. Ich merke schon bei ein oder anderen Studenten da vorne, ja, kommt vielleicht so ein bisschen Unwohlsein auf, schaffe ich das alleine und so weiter. Bitte, Sie haben mich falsch verstanden, vielleicht, ich lasse Sie ja nicht alleine damit. Sie können es alleine tun, aber müssen es nicht, denn es gibt jede Menge Unterstützungsangebote. Ein Unterstützungsangebot ist meine Plenumsveranstaltung dienstags vormittags 8:15 Uhr. Wenn Sie diese Veranstaltung, wenn Sie dieses Angebot annehmen wollen, dann können Sie kommen, um mit mir gemeinsam über Ihre Probleme zu sprechen. Sie müssen es aber nicht. Es gibt keine Anwesenheitskontrolle. Ich schaue nicht, ob Sie da sind, ob Sie nicht da sind. Es ist Ihre eigene Entscheidung, ob Sie kommen oder nicht. Wenn Sie sich aber entscheiden, dann macht es natürlich Sinn, dass wir in der Plenumsveranstaltung uns alle auf dasselbe Thema vorbereitet haben. Es macht keinen Sinn, zusammenzukommen und keiner ist vorbereitet oder alle haben mit unterschiedlichen Dingen gearbeitet. Das heißt, ich sage in der Woche vorher, nächste Woche Dienstag bin ich dafür da, um mit euch zusammen Fragen zum Thema Logik zu besprechen. Das heißt, bitte bereitet das vor, ansonsten könnt ihr mit mir nicht darüber sprechen. Ich gehe davon aus, ihr seid vorbereitet. So, das funktioniert ganz gut. Also die Studenten, denen ist klar, wenn ich dieses Angebot annehmen will, was ich nicht muss, dann muss ich vorbereitet sein. So, es gibt noch andere Unterstützungsangebote wie die Übungsgruppen beispielsweise oder Online-Foren und so weiter. Also alles wird sozusagen in die Eigenverantwortung der Studenten gestellt. Sie müssen sich über das Semester mit den Inhalten, dem Stoff, den Prozessen auseinandersetzen und ich bin dafür da, um ihnen zu helfen. So. Jetzt ist natürlich entscheidend, wie geht man in der zweiten Woche ran. In der zweiten Woche, in den ersten 10 Minuten, muss deutlich sein, ich habe es ernst gemeint. Was man nicht machen darf, ist reinkommen und wiederholen. Zusammenfassend, man tötet das Konzept, damit hat man verloren. Was man auch nicht machen darf, ist die Studenten fragen, wer hat alles das Video geschaut? Wenn ich das mache, dann gibt es natürlich in der ersten Woche welche, die haben das Video nicht geschaut und die, von denen sie es nicht, die von denen, die es nicht geschaut haben, die von denen, die es geschaut haben, von denen melden sich auch ein paar nicht. Das heißt, ich werde zig Studenten haben, die sich nicht melden. Was mache ich dann?
Ja? Und ich habe letztlich mich selbst unglaubwürdig gemacht, weil ich sogar davon ausgehe, dass einige das Video nicht geschaut haben. Das heißt, ich gehe nicht rein und frage, wer hat das Video geschaut, sondern ich komme rein und das Erste, was ich sage, ist, nehmt bitte euren Aufschrieb, eure Worksheets, eure Vorbereitungen raus und vergegenwärtigt euch nochmal 2, 3 Minuten lang, was habt ihr auf heute vorbereitet und schaut euch nochmal die Fragen an, redet mit Nachbarinnen, Nachbarn darüber. So, das heißt, es ist so eine kleine kurze Vorbereitung. Rückblick, was habe ich vorbereitet? Diese 3 Minuten Murmelphase ermöglichen es mir, rumzulaufen. Schaue ich den Studenten über die Schulter, schaue, was sie vorbereitet haben und sehe auch den einen oder anderen, der nichts rausholt. Mit dem kann ich dann individuell sprechen. Nichts vorbereitet für heute, ja, vergessen und so weiter. Ah, aber du weißt, das bringt dir jetzt nichts, ne? Ja, ich weiß so. Und was machst du für nächste Woche vorbereiten? Ja, okay, gut. Also, sie merken, sie sind nicht anonym, wenn sie sich nicht vorbereitet haben. Das heißt, ich sehe sie, ich rede mit ihnen, zumindest exemplarisch. Dann gehe ich nach vorne, Murmelphase vorbei und dann sammle ich die Fragen. Also, wer hat alles eine Frage? Dann melden sich die, die eine Frage haben. Die, die keine Frage haben, die sich vorbereitet haben, die sitzen halt dumm rum. Dann sammle ich Fragen, schreibe sie aber erstmal stichpunktartig an die Tafel. Dann, wenn ich die Fragen gesammelt habe, sind meistens so 7 bis 10 Fragen, dann gehen wir sie nochmal durch. Also nicht vorher, nicht gleich beantworten, sondern ich gehe sie nochmal durch und priorisiere sie. Wer hat auch alles Frage 1? Wer hat auch alles Frage 2? Ich schreibe kurz hinten die Zahlen dran. Und dann schauen wir mal, welche Fragen die meisten haben. Die Fragen, die nur 2, 3 haben, die beantworten wir nicht im Plenum, die beantworte ich in der Arbeitsphase später individuell oder in der Übungsgruppe oder so. Und die Fragen, die viele haben, die greifen wir dann nochmal auf. Und dann sage ich, okay, du hattest Frage 3 gehabt, die hatten die meisten gehabt, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Dann wird die Frage nochmal wiederholt und dann versuche ich sofort ein Gespräch zu moderieren im Sinne von, okay, wer hat eine Idee, wer hat eine Antwortmöglichkeit oder wer hat eine Lösungshilfe? Und dann kommen die Ideen von den Studenten. So. Diejenigen, die keine Ahnung haben, die sich nicht vorbereitet haben, können mit der Frage nichts anfangen, die können mit den Antworten nichts anfangen, die merken relativ schnell, dass sie verloren haben und dass ich es ernst meine, sodass dann eigentlich der Effekt nicht mehr auftritt, dass ich mich einer größeren Gruppe an nicht vorbereiteten Studenten gegenüber sehe. Und man muss auch sagen, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele vorbereitet sind, weil ich mit den Vorbereiteten arbeite. Es kann sein, dass auch bei mir in der Vorlesung 20, 30% nicht vorbereitet sind, aber es ist mir egal. Es ist deren Verantwortung und ich kümmere mich um die, die vorbereitet haben, mit denen führe ich High-Level-Diskussionen. So. Wir haben es mal evaluiert im Laufe eines Semesters, waren 80% haben gesagt, sie haben jede Woche die Videos geschaut. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Regelmäßigkeit da ist und beim Rumlaufen merke ich auch, ja, viele sind vorbereitet und haben sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Das klappt vielleicht nicht in jeder Gruppe so. Es gibt ja auch andere Szenarien, in denen Anwesenheitspflicht besteht, da kann ich dieses Konzept nicht machen. Oder ich weiß auch von jemandem, der das mal versucht hat, in einem Setting, bei dem die Studenten nicht bereits auch so eine Grundmotivation hatten. Ich habe ja Lehramtsstudierende Mathematik, das heißt, erstmal haben die Mathematik als Fach gewählt und zweitens sind die auch gleich mal aufgeschlossen gegenüber alternativen Unterrichtsmethoden. So. In einem anderen Setting, beispielsweise Mathematik für Ingenieure an der Fachhochschule, da gab es auch schon mal Schwierigkeiten mit so einer extremen Selbstverantwortungsüberlassung, ja. Gut, man kann natürlich auch auf andere Methoden übergehen, die extrinsischerer Natur sind, ja. Also, ich habe 15 Wochen, an 5 Terminen schreibe ich am Anfang einen Kurztest, überraschend, über die Inhalte der Vorbereitung. Und jetzt kann man überlegen, ja gut, da gibt es dann Bonuspunkte für die Klausur oder man muss 3 von den 5 bestanden haben, damit man zur Klausur zugelassen wird. Klammer auf, wenn das alles die Prüfungs- und Studienordnung erlaubt, muss dann vielleicht mit der Fakultät nochmal sprechen, ob das geht. Aber das sind natürlich auch Möglichkeiten, die man wählen kann. Also auch da kann man kreativ umgehen. Es gibt nicht die Lösung, die man machen kann. Aber auf jeden Fall muss man sich methodisch was überlegen. Also mit einer Naivität daran zu gehen, zu sagen, wenn ich das System mache, dann wird sich schon jeder vorbereiten. Das geht natürlich nicht, sondern man muss das in gewisser Weise methodisch anregen und ja auch aufgreifen, dass Studenten natürlich auch ökonomisch arbeiten und ökonomisch denken. Und ja, ich habe einen ganz guten Weg für mich gefunden und letztlich bin ich auch interessiert dran an Alternativen. Also wenn jemand andere Erfahrungen macht oder andere Methoden herausgefunden hat, wie Studenten sich dann auf die Präsenzveranstaltung vorbereiten, lasst uns das sammeln.